So, wir sind hier am Käsehauer. Beatis, Rudi, du bist da gerade am Schmieren. Ja. Wie wichtig ist das? Oder? Ja, das ist wichtig, dass er, wenn er jung ist, nicht austrocknet, dass er ganz feucht bleibt. Wie fleissig musst du da? Über den Alltag kehren und schmieren. Ja, ja. Du hast jetzt hier Raclette-Käse. Ja. Was machst du alles hier oben für Käse? Warum? Am Anfang viel Mutschli. Brauche ich viel Mutschli da oben. Wir brauchen über 1000 Mutschli im Sommer. Und dann jetzt haben wir auch vom Umstellen auf Alpkäse. Ja. Am Anfang haben wir noch 4 Tage Reihe gemacht. Ja. Jetzt ziehen wir auch Käse den ganzen Sommer. Für sich braucht man Mutsch. Und bald, manchmal einen Tag einstellen mit Halbkäse und nochmal Mutschli machen. Was geht jetzt noch für Käse da? Okay. Das ist jetzt Alpkäse da, ja. Ah, OP. Ah, OP, hä? Eben offenes Feuer, hä? Das ist. Ja. Kannst du eigentlich schnell aufschauen? Oder kannst du dich schnell aufschauen? Eben mit Holz, offenes Feuer, haben wir Reglement. Aber was sagen Sie denn so die Leute, die da kommen? Es fällt noch, oder was? Ja, ist das schön, wie aber habt ihr Zeit, da mit denen oben noch zu weissen, das Dorf? Oder wer warten Sie da schon noch? Schon, was ihr wartet, schon. Aber wir bringen es durch. Und kommen dann gegen die gleichen da hoch? Ja, nein, du, wir gehen nur noch frisch. Schon, ja. Ja. Ich hoffe, wir wollen noch machen. Schon, hä? Aber was ist denn so die Spezialität bei euch oben? Weißt du, was man essen kann? Also, Zimbrigbrettchen. Das ist einfach mit den verschiedenen Mutschli und dann der Altkäse vom letzten Jahr ja, und Hochkäse. Und dann noch ein bisschen Trockenfleisch. Ja. Das ist auch von unseren Kühen. Aber und dann Käseschnitten. Ach, Käseschnitten, das ist schon. Und für die Gesellschaft das Raclette an Discretion. Am Ackerterrain. Ja, Ämpermakaroni an Discretion. Wann läuft es so am besten? Am Wochenende vor allem? Oder? Ja, also irgendwie auch in der Ferien die Woche auch. Im Juni ist noch ein bisschen. Also, wir haben schon geschafft, gell? Ja, es ist noch nicht wie im Juli. Im Juli ist der viel. Ja, so viele Leute haben so Platz. Weißt du, im schönen Wetter? Ich muss sagen, 70. 70 ja. Haben Platz, ja. Und dann im Wöchli noch. Das ist ja auch noch 40. Ja. Eben alles mit dem Käse und Kochen nebeneinander, das ist ja auch noch. Genau. Und deshalb gibt es ja auch. Ja, die beste Merenke und die beste Nidl gibt es hier oben. Das ist ja genau. Die Eiskaffee, das berühmte, ja. So, Spifu, also, du bist. Wie lange bist du schon bei Jordis? 12 Sommer. 12 Sommer. Eben, jetzt da der Alp wieder. Was gefällt dir so am Alplerleben? Ja, gut. Wie ist denn so der Tagesablauf? Also wenn hey, ich gehe. Dann stehst du auf am Morgen. Ich habe vor der halben 6. Ja, und, ja. Dann, und was machst du dann? Dann Gießen melken. Ja. Und dann Kühe melken. Ja. Und dann Käse, Milch geschieren und Käse schmieren. Und dann noch Post eintun. Gehst du dann noch, hä? Ja. Und du musst dann auch noch helfen servieren, aber auch noch, gell? Ja, nein. Nein? Und dann so am Abend, wie lange? Und dann gehst du aber so ins Bett am Abend? Ja, manchmal um 9 Uhr, manchmal um 10 Uhr, um 10 Uhr. Ja, was machst du denn am Abend? Etwa noch? Ja, manchmal Fernsehen schauen. Ja. Du vermisst ja aber nicht so, gell? Du gehst viel machen. Ich gehe zwischendurch. Die Woche bin ich jetzt noch nicht nachher. Ja, aber du gehst ja viel auf Schöppach, gell? Kühe vorführen. Ja. Da gehst du ging, hä? Ja, ja. Alle Monate, ja. Wenn sie die Auktion ja, haben, gell? Das ist ja legendär. Für das. Das machst du gerne noch. Ja. Oh. Ja, ja. Hier ist das Wandergebiet und das. Ich fragte so die kleinen Käschen, was ich mitnehmen kann in den Rucksack. Du verkaufst auch so viel hier oben? Also. Ja, sehr viel. Ja, ja, ja. Der Himmel, der Tochter, tut dann Käse für den Hunger vakuieren. Und mitnehmen, das ist auch gefragt, vakuiert der Käse in den Rucksack oder von einer anderen. Wie viel Käse sollte es das geben? Also? Vier. Vier? Ja. Vier an wie viel Kilo? Ja, 13 Kilo Durchschnitt schon. 13 Kilo im Durchschnitt? 14, das geht groß.
Ja. Also das wäre etwa 60 Kilo Käse. Ja. Wie viel produzierst du den Sommer? Ja. So 4,5 Tonnen. Ja. Und eben von wie vielen Kühen? 30. Ja. Und 100 Tage oder lange Zeit? Ja, mit den Kühen gut 100 Tage. Mit den Kosten die auch noch länger. Die Kühe vorziehen, aber die Kosten auch hier kommen werden, aber nachher trotzdem. Ja. Wann fährt ihr das am Morgen anfangen? Also, bei der Ablauf so? Ich frage 4,5 Uhr, wie koche ich? Habe ich auch noch eine halbe Stunde gut Zeit, wo sie die Milch, die gekühlte Abendmilch aufwärmen. Auf die richtige Temperatur. Dass sie, wenn man die Frösche alles drin geleert hat, etwa 32 Grad hat, für einzulaben. Und nachher, wenn man eingelabert hat, geht man. Das mal gegessen, hat man eine halbe Stunde Zeit. Ja, das ist super. Und wann seid ihr dann fertig mit Käse? So? Das am 10 Uhr nehmen wir den Käse aus. Etwas. Man kann einfach kehren und putzen. Ja, ja. 7 Mal kehren im Tag, den Käse. Ah doch, das ist auch viel.